Hallo, meine edlen Knappen da draußen. Praise the Sun! Hier sind wir, haben letzte Folge den Boss gekillt. Ja. Ich bin Renton und ihr hört Haro. Haro. Haro sagt ein sonniges Hallo, würde ich sagen. Ja. Passend zum Thema. Ja, wir haben hier natürlich den Bell Gargoyle schön geplättet. Und ja. Jetzt gucken wir mal, wohin der Turm so führt. Würde ich sagen. Da links und rechts ist auch nichts mehr. Bis wir irgendwelche fiesen Gegner aus irgendwelchen fiesen Ecken. Also hier bist du relativ safe. Ich meine, du kannst theoretisch runterfallen, aber sonst kann ja eigentlich hier nicht viel passieren. Ach ja. Nee, aber ja. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es mittlerweile so schnell geht. Weil als ich den damals gelegt habe, da habe ich selbst mit zwei Leuten echt sehr lange gebraucht. Und ja, deswegen. Aber ich meine, schön, wir hatten immerhin schon eine Solaire-Quest. Solaire-Kollegen dabei gehabt. Die Sonnengepriesen. Und ich würde sagen, den Club suchen wir auf jeden Fall auch noch ein Heim, oder? Da wollen wir Mitglied sein. Sieht sehr gut aus. Und jetzt schallt's durch die Spielewelt. Pull lever. Wir legen den Schalter um. Und Katzi. Nice. Schön, schön. Das ist echt sehr schön. Okay. Genau, jetzt haben wir hier das hier auf jeden Fall schon gemacht. Und ich würde sagen, gehe jetzt erstmal zurück zum... Moment, müssen wir jetzt überhaupt hin? Ich gehe mal die Leiter runter. Ja. Wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, wieder Richtung Brücke. Genau, weil das war nämlich auch ein bisschen komisch, also beim Essen Durchlauf. Ich bin die ganze Zeit so herumgerannt, habe überhaupt nicht gerafft, wo ich überhaupt hin muss. Hab dann irgendwann... du kannst auch runterrutschen, wenn du Kreis gedrückt lässt. Jetzt landet er unten und bricht sich einfach so die... Was ist das denn? Das ist ein Kollege. Oh Gott, das erinnert mich wieder, als ich das erstmal gespielt habe. Ohne Scheiß, ich habe den Controller weggeschmissen und habe geschrien. Das war wirklich so dieses... Alter Schwede, ey, fuck, ich hau ab. So, war wirklich so ein riesiger Schockmoment. Der einzige Grund, warum er nicht gestorben ist, war, weil ich wirklich den Controller aus Schock fallen gelassen habe. Aber du kannst mal mit dem reden, der Kollege ist eigentlich ganz nett. The Partner, genau. Der kann nämlich Sünden vergeben, wenn wir Seelen dafür bezahlen. Genau, und da kannst du mal direkt Learn Jester, also das vorletzte Mal nehmen. Nämlich, well it is, haben wir eine neue Geste gelernt. Können wir auch gleich mal kurz zeigen. Die ist eigentlich immer ganz witzig. Und du kannst mal bei Purchase Item mal gucken, was sie so alles da so gibt. Purging Stones ist das, wenn du verflucht bist, also versteigert worden bist, dann kannst du wieder dein Leben wieder aufheilen. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Okay. Book of Guilty, Moment, das ist halt einfach nur, um quasi einen Report zu machen für Leute, also da, genau, mit dem Indictment oder so, kannst du halt Leute, die dich invaden, kannst du quasi als Sünde bestrafen, sodass die quasi gejagt werden von den Sündenjägern. Aber ist eigentlich, glaube ich, nicht so hilfreich. Homeward Bone haben wir auch schon, die schicken einen wieder zurück zum letzten Bonfire. Und das Book of Guilty ist einfach nur so eine Rangliste quasi, wo wir halt sehen können, wer am schuldigsten war, wer die meisten Sünden begegnet hat. Ja, sonst gibt es hier eigentlich auch nicht so viel. Da gibt es noch einen Zauber, den wir nicht nutzen können, noch ein Talisman für die Miracles. Bloodbite Ring, der kann halt so ein bisschen diese Blutung etwas stoppen. Und Ring of Sacrifice brauchen wir auch nicht. Also hat leider nicht so viel Interessantes für uns. Aber auf jeden Fall wissen wir, was er jetzt für uns so hat. Ja, wie alle Charaktere hier haben sie so ein bisschen so einen Galgenhumor. Ja, dann würde ich mal sagen, auf zur Brücke. Zur Drachenbrücke. Denn das ist tatsächlich so ein bisschen, da muss ich beim, habe ich ja vorhin noch erzählt, beim ersten Durchlauf hatte ich ja so ein bisschen Probleme mit, weil ich, wie soll ich sagen, ich habe da nie den logischen Verknüpfung gesehen, dass man jetzt erst hier oben ist und dann muss man allerdings durch die Kanalisation zu Blighttown. Und das ist jetzt quasi unser nächstes Ziel, weil da die nächste Bell of Awakening ist.
Und das ist aber so abstrakt, dass du das erstmal erfahren musst. Also du musst halt wirklich sehr viel herumforschen. Und auch die Tür, durch die du durchgehen musst, die ist auch sehr, wie soll ich sagen, die ist sehr, sehr versteckt oder zumindest in so einem Ort, dass sie dir halt einfach nicht auffällt. Und deswegen ist es halt so ein bisschen komisch. Aber ich meine, im Endeffekt, wenn man es dann weiß, dann kann man auch da direkt dahin gehen. Wir könnten eigentlich nochmal zum Bonfire gehen und mal beim Schmied vorbeigucken und vielleicht ein bisschen unsere Ausrüstung verbessern. Weil das wäre echt, glaube ich, was unser Katana mal nötig hätte, um ein bisschen mehr Damage zu machen. Und außerdem können wir da mal ein bisschen craften. Also auch mal ein bisschen so erklären, was man da so machen muss. Ach da. Ja, genau. Immer die Treppe runter. Und ich finde es auch mal sehr beruhigend, dass du die Schmiede immer schon vorher hörst. Weil dann weißt du schon, ah, okay, hier bin ich auf jeden Fall richtig. Na, und wenn du willst, kannst du dich mal an dem kopflosen Dämon unten im Keller versuchen, der da unten noch ist. Da? Ja, da, wo wir dran vorbeigerannt sind im Tutorial. Oh! Hi! Hi! Nope, ich bin weg. Willst du dich mal dran versuchen? Aber nicht mit 11.000 Seelen. Hallo? Okay, ja, okay. Dann fast 12.000. Dann gucken wir erstmal, was der schöne André für uns hat. Dann gehen wir auf Reinforcing Weapon. Reinforce Weapon. Ah, okay. Und dann gehen wir auf unser Uchikatana. Uchikatana. Und dann sehen wir oben rechts, wir brauchen einen Titanite Shard und 200 Seelen, um quasi weiterzumachen. Und das können wir einfach mal ohne weiteres machen. Ja, machen wir das doch. Und das können wir, glaube ich, auch bis zu Stufe 3 einfach so durchziehen. Genau, nochmal. Da können wir sogar noch einmal machen. Dann machen wir es noch einmal. Genau, und jetzt bräuchten wir quasi wieder drei Titanite Shards. Ja. Geh mal gerade raus und guck mal, was der so im Angebot hat. Bei Purchase Item. Oh, da. Genau. Genau, du kannst nämlich hier auch die Titanite Shards bei ihm kaufen. Also kauf da ruhig mal drei Stück von. Ich meine, die Seelen haben wir ja, von daher. Ne, du musst die noch bestätigen. Drei. Und dann, genau. Und jetzt kannst du wieder die nochmal verbessern um eins. Reinforced Weapon und dann auf das Chi. Ich glaube, ja. Und jetzt haben wir 5 plus. Jetzt haben wir Uchikatana plus 5 und jetzt bräuchten wir quasi, müssten wir dem Schmied, müssten wir jetzt eine Glut geben, um quasi, um den quasi noch zu verbessern. Ja, wir haben jetzt keine Titanite Charts mehr. Wir könnten jetzt das noch aufbessern, was ich aber nicht machen würde, weil das Twinkling Titanite, was wir dafür brauchen, das ist sehr selten und das würde ich jetzt nicht an so Kleinigkeiten irgendwie, verwenden, sondern das sollten wir uns gut einteilen. Ich würde sagen, das ist gar nicht mehr hier. Ja, ich wollte das gerade suchen. Was jetzt? Das ist Uchikatana? Ja. Ne, das ist nicht mehr hier. Das ist, das muss jetzt quasi mit einer speziellen, also ich muss es ein bisschen erklären, weil du hast quasi so wie so einen Talentbaum. Du kannst bis 5, kannst du die aufwerten, kannst du jeden Gegenstand aufwerten. Ja. Und ab 5 hast du quasi verschiedene Äste, wo du quasi sagen kannst, okay, ich kann den Feuer verzaubern, ich kann den Blitz verzaubern, ich kann den Gift verzaubern, ich kann den, glaube ich, Raw machen. Genau, dafür brauchst du halt die Embers. Ah. Die Embers musst du quasi erst finden und dann dem richtigen Schmied zuordnen. Ha. Weil du hast, glaube ich, 3 bis 4 Schmiede, glaube ich, hier. Und dementsprechend können die dir das unterschiedlich verzaubern. Oder du kannst halt auch noch sagen, okay, ich mache das plus 6. Ah, guck mal, wir haben eine neue Geste gelernt. Auf plus 6 machen. Und wenn du das auf plus 6 hast, dann kannst du es auch bis zu plus 15 quasi weiter hoch machen. Und das ist halt so dieser Talentbaum. Da gibt es auch total tolle Grafiken online, könnt ihr euch mal angucken, die das alles erklären. Und das ganze Schmieden ist ein bisschen komplizierter, als man eigentlich denkt. Dann gehen wir noch mal hoch und level ich noch ein bisschen auf in den Restzählen und dann würde ich sagen, kämpfen wir mal gegen den Dämon. Der hat nämlich auch noch ein letztes Material für uns, wenn du den besiegst. Und so, das ist das Dämonen-Titanite. So. Was wir mal machen können, wäre Endurance ein bisschen pushen. Weil da haben wir ein bisschen mehr, genau, das können wir einfach so machen. So? Ja. Und dann Accept unten. Da haben wir auch mal ein bisschen mehr Stamina und ein bisschen mehr Equip Load. Dann können wir... Wir könnten mal gucken, ob wir jetzt ob wir einen Helm tragen können. Na, ich glaube, der ist noch ein bisschen zu schwer, aber wir können mal gucken. Das war hier. Ja. Nee, passt nicht so ganz. Doch. Du kannst vielleicht einen Stock... Doch, das würde genau 27, das müsste... Okay, dann... Ja, aber es ist 27, gar nicht wahr. 27, ja. Aber probier mal aus.
Roll mal. Ne, ist Fat Roll. Ja. Fat Roll. Ich meine, du kannst auch gerne probieren, mit Fat Roll zu spielen. Ah, aber nee. Dann könntest du auch komplett die... Aber du kannst mal den Stoff... warte mal, was ist denn... 9, 8... Gehen wir mal, hast du weiter unten noch was? Wenn du runter scrollst? Ne, okay. Dann nimm mal dieses Brigant-Hut. Brigant-Hut. Ich glaube, das ist der vom... Das zweite von oben. Ich glaube, die ist aber noch... Ja, aber die ist... Ja, obwohl, die kannst du auch anziehen. Stimmt, die ist gar nicht mal so schwer. Roll mal rum. Genau. Ja. Jo. Es ist lustig, wie wir uns, glaube ich, in Folge 2 darüber unterhalten haben, dass wir schon auf Style achten. Und jetzt einfach uns selbst so einen Typ zusammenkloppen. Aber ich meine, das muss man auch gewisserweise machen. Also wenn wir das mit dem Equipload noch nicht gemacht haben, also dass wir das irgendwie fertig machen konnten, dann ist das halt schon ein bisschen problematisch. Dann bin ich mal gespannt, wie du den Kollegen jetzt hier fertig machst. Und ganz im Ernst, als ich den zuerst mal gesehen habe, ich dachte so, what the fuck, Spiel, also was soll der Scheiß, was ist das überhaupt für ein Vieh? Der hat nur ein Bein, der hat zwei komische Flügel und der hat keinen Kopf, was soll der Scheiß, weißt du? Und der ist halt echt eine etwas stärkere Kanone. Autsch. Oh, fuck. Und der kann auch noch diese dumme Sprungattacke. Oh. Okay. Ja, du musst aber mal gucken, Einschlag zieht dir echt schon viel Stamina ab. Also du kannst auch versuchen wegzurollen, wenn du dich traust. Ja gut, die kannst du eigentlich relativ leicht ausweichen. Ich muss mal ein bisschen erstmal gucken. Gucken wir mal. Ja, klar. Das. Es ist immer ein Gucken und auswendig lernen. Okay, jetzt macht er. Die hat echt eine verdammt weite Reichweite, ey. Okay. Oh Gott. Und dann noch die ganzen... Ja, bei der gewissen Entfernung spammt er dich einfach zu. Aber der... Oh, der ziehe ich ja auch gar nichts ab mit. Hast du das gerade gesehen? Ja, du musst halt so eine Combo machen, bis du halt Blut... Bloodloss halt machst. Oder du kämpfst mit Feuer, das kann natürlich auch sein. Ha, stimmt. Warte mal, der ist doch... Der ist leider nicht aus Stahl, aber... Ha. Du kannst es mal probieren. Also Feuer wird auf jeden Fall mehr abziehen als so einen Schlag mit dem Katana. Aber dauert natürlich auch dementsprechend länger. Hat mich und du hast ihn leider nicht getroffen. Jetzt. Da hättest du ein schönes Fenster gehabt, um ihn zu attackieren. Und weg. Ja, den darfst du echt nicht unterschätzen mit seiner Reichweite. Ha, falsch. Boah, fuck. Okay, das Renten am Limit. Ey, ich glaube, ich setze jetzt gleich zum Sprung an. Genau. Dreckig, ja. Und nochmal der Schlag. Der. Ja, jetzt macht er wieder seine Blitze. Ab so einer gewissen Entfernung macht er immer seine Blitze. Ab einer gewissen Entfernung springt er. Ab einer anderen gewissen Entfernung macht er seinen Schlag. Ah. Ich finde es auch immer so schön an Dark Souls, das macht selbst das Zugucken allein Spaß. Weil sowas, was hat so David gegen Goliath. Oh Gott, dann hat er dich schon wieder erwischt, ey. Und der ist aber auch fies. Oh, dein Buff ist jetzt aktiviert. Dein Haupttod-Buff. Nice. Also du hättest einmal rollen müssen, hast viermal gerollt. Ich roll lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Lieber dreimal mehr rollen als einmal zu wenig. Und auch sein blöder Schwanz, ey. Ha! Nice. Nette Kombo. Geil. Cool. Da hätte ich nicht so stark erwischt, wie er eigentlich dich erwischen sollte. Aber ich glaube, das ist auswegslos. Wir haben jetzt schon die Hälfte abgezogen, oder? Ja, du schlägst dich gar nicht mal so schlecht. Ha! Und mein erstes Mal sah deutlich jämmerlicher aus. Und das meine ich jetzt im Bezug auf den Bosskampf. Und ich meine... Was man sonst mit dem ersten Mal so in Verbindung bringt. Nein. Aha, ich glaube, das habe ich auch damals gesagt bei meinem ersten Mal. Nein. Ach, herrlich. Ah, verdammt. Soll ich? Ich glaube, ich. Soll, aber ich habe. Ja, du musst jetzt all in gehen, ne? Aha. Du hast keine Estus-Flakons mehr. Okay.
Ah, oder geht er down? Ach, genau passend zum Episodenende, würde ich sagen. Ja. Okay, dann können wir jetzt schon mal ankündigen, nächste Folge, Haro gegen Kopflos-Dämon ohne Bein. Du willst es auch versuchen? Na klar, das kann ich ja jetzt nicht so auf mir sitzen lassen. Okay, bis dahin, hau da rein, ciao. Tschüss.